Und ja, dementsprechend habe ich mich unter Druck gesetzt, hatte dann einen kleinen Nervenzusammenbruch Mitte der Woche, aber jetzt geht's bergauf und heute fühle ich mich richtig gut, so gut, dass ich sogar gedacht habe, hey, was machen denn meine lieben YouTube-Zuschauerinnen? Seit über 2 Wochen habe ich kein Video hochgeladen und wer mir auf Instagram nicht folgt, der wusste ja auch gar nicht, was los ist. Ich setze mich jetzt hierher und mache endlich meinen Vlog fertig, den ich vor 3 Wochen begonnen habe und erzähle euch einfach, was los war und warum ihr mich so lange nicht gesehen habt. Herzlich willkommen zum ersten Greenery-Vlog. Und vorab erstmal sorry, dass ich die letzten 14 Tage einfach so offline war. Ja, die Geschichte folgt jetzt und eigentlich hätte mein erster Greenery-Vlog auch ganz, ganz anders starten sollen. Nämlich so. Herzlich willkommen zum ersten Mrs. Greenery-Vlog. Es freut mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Und wenn ihr euch wundert, warum ich heute so ein bisschen aufgetakelt bin, ich habe ein ultimatives Mona Lisa Video für euch gedreht. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob schon online ist. Wenn ja, verlinke ich es euch oben. Ansonsten geht es auf jeden Fall die nächsten Tage online. Und ja, ich nehme euch diese Woche ein bisschen mit, damit ihr seht, was ich so treibe, was ich so mache. Es ist der erste Vlog. Ich habe mich dazu entschieden, einfach aus dem Grund, weil ich Vlogs bei anderen auch super, super gerne schaue. Und darum möchte ich euch einfach auch ein bisschen mitnehmen. Ich filme heute schick, aber aus meiner Rumpelkammer. Wir haben hier so ein Zimmer, da ja, sammelt sich so einiges an. Alte Möbel, meine Trockenblumenkränze etc. Und deshalb wundert euch nicht über den Hintergrund. Die Vlogs sind real life und das gehört eben auch dazu. Und bevor wir dann weitermachen, zeige ich euch mal noch kurz mein Outfit. So, das ist das Outfit. Ich habe mein schwarzes Samtkleid angezogen, meine schicke Kette dazu und endlich mal den Faszinator. Mehr dazu gibt es dann im Video. Den habe ich mal vor einiger Zeit ergattert und ich wusste, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo ich ihn tragen kann. Heute ist es soweit und ja, wundert euch nicht, das hier ist unsere Abstellkammer. Früher mal Schlafzimmer, wir sind dann umgezogen, weil wir einen kleinen Kaminschaden haben. Der wird aber demnächst repariert und solange fungiert das hier so ein bisschen als Abstellkammer und ich bin auch froh, dass ich hier so meine übrigen Möbel unterbringen kann. Kleiner Einblick heute ins Badezimmer. Ich habe mich schick gemacht fürs aktuelle Video und bei den Vlogs möchte ich euch einfach ja, ein bisschen mehr durch meinen Alltag mitnehmen, euch ein bisschen so Hintergründe zeigen und ja, wie es eben in so einem Vlog ist. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich habe auf jeden Fall total Lust und ich würde sagen, los geht's. Wir machen weiter. Ich habe in Vor 3 Wochen begonnen zu drehen, wollte euch einfach mal eine Woche durch meinen Alltag mitnehmen. Und ja, dann kam so einiges dazwischen. Und was in den letzten 3 Wochen, ja, es sind 3 Wochen bei mir los war, ich hatte noch eine Woche für euch Videos vorgedreht, was Horrormäßiges passiert ist, das erzähle ich euch jetzt. Also, ihr dürft gerne wieder eine Tasse Tee oder Kaffee nehmen. Es wird ausführlich. Und es gibt aber auch ein paar klassische Vlog-Einblicke. Ich habe nämlich einiges für euch gedreht. Nenne ich einiges ein bisschen was und das möchte ich auf jeden Fall dann nachher noch einstreuen. Denn ich möchte euch zukünftig ein bisschen mitnehmen durch meinen Arbeitsalltag und durch das, was bei mir gerade so los ist. Und ja, das kommt dann leider mit etwas Verzögerung, denn mich hat es erwischt. Also, Corona. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das mal noch irgendwann sage. Wir waren vor 2 Monaten oder so in Düsseldorf für 4 Tage. Dann waren wir im August ja etwas mehr als 10 Tage in Paris und ich habe mich nirgends angesteckt. Es war alles fantastisch und nach Paris war mir klar, okay, wenn wir es jetzt nicht bekommen, wenn ich es jetzt nicht bekomme, dann bekomme ich es niemals. Ja, dann bin ich zu Hause und ihr werdet es nicht glauben, wo ich mich angesteckt habe. Ich habe in meinem Arbeitsalltag mit insgesamt, ich muss kurz durchzählen, fünf Menschen so direkten, engeren Kontakt. Und ja, eine davon hat mich angesteckt. Und dementsprechend,
war es echt schwierig, die letzten 3 Wochen, da bin ich ganz, ganz ehrlich. Ich hatte bei meiner Mitarbeiterin, die mittlerweile den Greenery-Shop macht, also sprich die ganzen Pakete packt, alles soweit organisiert, Lieferscheine und Rechnungen ausdruckt, einen Totalausfall. Jetzt seit 3 Wochen und ich stand ganz alleine da in der ersten Woche und dann habe ich mich, wie gesagt, angesteckt. Dann lag ich auch eine Woche flach. Zum Glück war der Verlauf recht milde, also ich hatte relativ krasse Gliederschmerzen, aber ansonsten war es soweit okay. Aber eine Woche lang war ich einfach zu nichts zu gebrauchen und klar, ich war auch positiv. Dementsprechend Quarantäne. Dann nach einer Woche war der Teststreifen negativ und es ging so langsam bergauf. Ich habe dann wieder angefangen, es ging ja nicht anders. Zum Glück habe ich noch eine Aushilfe. Liebe Petra, wenn du das siehst, vielen Dank. Du hast echt mir viel gerettet in dieser Zeit, in dieser Woche, wo ich überhaupt nicht arbeiten konnte. Auf jeden Fall. Bin ich jetzt seit dieser Woche, habe ich jetzt richtig gearbeitet und ich muss euch aber ehrlich sagen, erst seit heute, Sonntag, fühle ich mich wieder richtig hergestellt, wieder richtig, richtig fit. Und ja, ich hatte auch einen kleinen Nervenzusammenbruch diese Woche, da bin ich ganz ehrlich, denn heute in einer Woche ist das große Greenery-Treffen. Ich gebe ja Live-Online-Workshops jeden Mittwochabend für meine Greeneries, wenn ihr Interesse dran habt, ich verlinke euch das mal unten. Das ist eine kleine ausgewählte Gruppe an kreativen Menschen, zu denen ihr auch gerne dazu kommen dürft. Und ich habe das vor 1,5 Jahren während Corona angefangen. Ich habe gedacht, das ist doch eine gute Ablenkung vom langweiligen Corona-Alltag und habe es dann beibehalten. Und ja, wir treffen uns jede Woche am Mittwoch online und sind gemeinsam kreativ. Und jetzt ist nächstes Wochenende das erste Greenery-Treffen. Insgesamt 16 liebe Mädels und Frauen kommen zu mir. Und das Ganze von Freitag bis Montag. Montag ist der Feiertag. Oder besser gesagt von Freitag bis Sonntag. Aber manche bleiben bis Montag. Und da gibt es natürlich richtig viel vorzubereiten. Das wollte ich auch in den letzten 2 Wochen machen. Aber da lief natürlich nichts. Und ja, dementsprechend ging es mir diese Woche so planmäßig gar nicht gut. Denn ich habe gedacht, ich schaffe das alles nicht mehr. Ich stehe alleine da. Meine Mitarbeiterin ist krank. Und wie soll ich das nur alles packen? Aber es ist jetzt schon mal Hoffnung in Sicht. Meine Mitarbeiterin kommt nächste Woche wieder. Und ich habe einfach mal mir gestern eine Liste geschrieben, Tag für Tag, was ich noch alles zu machen habe. Und das ist sowieso ein Tipp von mir für euch, wenn ihr auch vor so einem Berg an Aufgaben steht und denkt, boah, das schaffe ich alles gar nicht mehr. Schreibt einfach mal alles runter und teilt es dann auf die Tage auf, die ihr noch habt. Und laut dieser Liste ist es richtig gut machbar. Ich bin natürlich auch nicht ganz alleine, ich habe noch Unterstützung. Aber trotzdem, ihr wisst ja, wie es so ist, wenn man sowas organisiert, dann ja, man hat trotzdem das Gefühl, dass man irgendwie alles selbst machen muss oder sollte. Und ja, dementsprechend habe ich mich unter Druck gesetzt, hatte dann einen kleinen Nervenzusammenbruch Mitte der Woche. Aber jetzt geht es bergauf und heute fühle ich mich richtig gut, so gut, dass ich sogar gedacht habe, hey, was machen denn meine lieben YouTube-Zuschauerinnen? Seit über 2 Wochen habe ich kein Video hochgeladen und wer mir auf Instagram nicht folgt, der wusste ja auch gar nicht, was los ist. Und dementsprechend habe ich gedacht, das, was ich heute noch vorhabe, ist nicht ganz so wichtig. Das kann ich auch noch am Montag machen. Ich setze mich jetzt hierher und mache endlich meinen Vlog fertig, den ich vor 3 Wochen begonnen habe und erzähle euch einfach, was los war und warum ihr mich so lange nicht gesehen habt. Sonntagabend, 20 Uhr, das nächste Video. Ich muss gerade überlegen, der nächste Mrs. Greenery Kaffee ist im Kasten. Ich filme ja immer schon ein bisschen vor. Ihr wisst ja, es gehört noch der Videoschnitt dazu. Und ja, deshalb, der ist im Kasten und jetzt wollte ich euch mal zeigen, wie es hier so ein bisschen hinter den Kulissen aussieht. Einen Moment, ich drehe euch gerade mal. So, das hier ist mein Arbeitstisch. Wundert euch nicht über den Ventilator, der kommt jetzt wieder weg. Aber ich hatte ein bisschen Probleme mit meiner Kamera, die ging immer automatisch aus. Aber ich habe jetzt die Einstellung gefunden, dass das nicht mehr passiert. Und jetzt kann ich endlich wieder alle Videos am Stück drehen und muss die nicht immer so zusammenstückeln. Auf jeden Fall war die Inka heute dabei beim aktuellen Dreh. Und ich habe euch heute
die ganzen frischen neuen Kürbisse vorgestellt. Also ich denke, das Video ist schon online, wenn ihr den Vlog seht. Ich verlinke es euch gerne oben, dann könnt ihr mal reingucken. Und ich werde jetzt noch mit den Hunden eine Runde Gassi gehen. Und dann essen wir noch und starten morgen frisch in die neue Woche. Und falls ihr euch wundert, warum ich heute Tee trinke, ich habe keine Lust mehr auf Kaffee, seit ich Corona hatte. Ich habe das jetzt schon von mehreren gehört, dass es ihnen auch so ging. Und im Schnitt geht es wohl so bis zu 3 Monaten, bis der Kaffeegeschmack wieder zurückkommt. Och, ich vermisse ihn jetzt schon so, aber ich kann ihn nicht trinken, er schmeckt überhaupt nicht. Dementsprechend gibt es heute Tee. Ja, ich habe natürlich auch noch ein ganz buntes Programm für euch. Ich habe so viele Ideen, aber die letzten 3 Wochen, wie gesagt, lief gar nichts. Und der Herbst ist meine liebste Deko-Jahreszeit. Und das tut mir so besonders leid. Mir fallen ja meistens auch so kreative Ideen ein, wenn ich eure Bestellungen sehe. Die liebe Jutta hat nämlich das antike Holztablett bestellt mit einem Wacholderkranz und einem Dattelzweig. Und schaut mal, wenn ihr den Dattelzweig jetzt einfach so ein bisschen drüber legt über den Wacholderkranz und euch dann noch einen Babyboo schnappt und den hier so in die Mitte legt, dann habt ihr auch eine wirklich ganz besondere Kombi, Natur pur und Herbst pur bei euch zu Hause. Aber es kommen auf jeden Fall noch einige Videos. Das nächste Video, das kommt, das werde ich jetzt gleich noch im Anschluss abdrehen. Das ist ein Deko-Video, denn ich habe das Esszimmer neu gestaltet. Ich habe eine kleine gemütliche Sitzecke ins Esszimmer integriert und wie ich die dekoriere, das möchte ich euch dann im nächsten Video zeigen. Richtig schön herbstlich, richtig schön naturpur. So, der erste Tag vorbei und ich habe schon vergessen, die Kamera mitzunehmen. Da muss ich mich echt noch daran gewöhnen ans Vloggen, aber das wird. Ich bin jetzt noch mit den Hunden eine Runde unterwegs, nehme ich euch gerne ein bisschen mit und wollte euch aber noch was zeigen. Passt mal auf. Wir haben hier im Hof so eine super lauschige Ecke. Das ist eigentlich Teil vom Parkplatz. Hier ist die Hainbuchenecke. Oben wachsen Holunderbüsche raus und hier an dieser süßen alten Garage, die hat noch ganz alte Fenster mit Metallsprossen, da wächst, na, wer erkennt's, eine Kiwi und die bekommt sogar immer wieder mal Früchte, aber leider reicht es dann nicht so ganz bis zur Reife, aber das ist ein wunderschönes Gewächs. Und ich bin ja gerade ein bisschen am Workshop vorbereiten. Ich mache nämlich ein Treffen mit der Greenery, mit der Abo-Greenery-Gruppe. Und da habe ich mir gedacht, könnte man das hier doch als tolle abendliche Sitzrunde oder auch tägliche Sitzrunde einrichten. Wir treffen uns nämlich an insgesamt 3 Tagen übers verlängerte Wochenende. Und ja, da habe ich mir diesen Platz hier auserkoren. Ich denke, das wird ganz gut. Ganz dort vorne seht ihr Lucy und Eloise und schaut mal, das hier ist so unsere große Gassiwiese. Hier wird immer fleißig Frisbee geschmissen und dann danach natürlich noch eine große Runde gelaufen. Und was hier auch richtig, richtig toll ist, seht ihr es im Hintergrund, da wird immer ab ja, Ende August eine ganz, ganz tolle Grüngutmischung ausgebracht mit Sonnenblumen und anderen Herbstblühen. Das ist wirklich ein absoluter Traum, wenn das einmal alles blüht und groß ist. Ich werde da euch auf jeden Fall nochmal mitnehmen und euch dann das tolle Feld zeigen. Und wenn ihr euch fragt, wie ich Gassi gehe, genau so. Greenery Outfit. Nee, ehrlich gesagt nicht immer. Aber heute hat es jetzt einfach mal gepasst. Ich hatte das schon den ganzen Tag an. Blümchenschuhe, Blümchenhose, ein bisschen Schmuck dazu und ja, schon passt das Outfit.
Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Mrs. Greenery Shop. Wir verpacken bereits fleißig heute eure Bestellungen und ich wollte euch hier auf YouTube auch mal ein bisschen mitnehmen. Diese Bestellung ist für die liebe Sabine. Sie hat dreimal Babyboost bestellt. Wir bereiten das immer hier in unseren Plastikbehältnissen vor, da haben wir mal Ware geliefert bekommen und aus Nachhaltigkeitsgründen werfen wir sowas natürlich nicht weg, sondern setzen es wieder ein und in dem Fall für unsere Bestellungen. Also dreimal Babyboost, dann haben wir hier den Kukumi Minimix, da bekommt ihr verschiedene Ziergurkensorten und so eine kleine rote Paprika, die aussieht wie eine Tomate und dann haben wir hier noch die Mini Greens. Außerdem hat die Sabine noch einen Eukalyptuszweig mit Früchten bestellt und noch einen schönen Dattelzweig. Und dann habe ich hier noch meine zweite Bestellung vorbereitet. Das ist für die liebe Susanne. Sie hat einen Wacholderkranz bestellt, Mini-Format. Und dann noch den Zierkürbis Snowball. Der ist echt auch eine Schönheit. Dann das Dreierset Pastell Traum. Schaut euch das mal an. Ich liebe diese Farben so, so, so sehr. Und dann haben wir hier noch zwei Babyboos. Ja, das war jetzt mein erster Greenery Vlog. Der war eigentlich, ehrlich gesagt, ganz anders geplant. Und ja, aber das Leben spielt halt dann doch manchmal anders, als man sich es vorstellt oder als man es geplant hat. Und man muss das Beste daraus machen. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch der erste Vlog gefallen hat. Er war heute sehr gesprächslastig. Zukünftig wird das natürlich ein bisschen anders. Und ja, wie immer geht es natürlich gleich weiter wie bisher. Ganz viele kreative Beiträge. Einmal die Woche, wenn ich schaffe, den Vlog. Und was ich natürlich auch noch in petto habe, sind die ganzen tollen Paris-Videos. Die kommen auf jeden Fall auch noch. Also, es steht einiges an, aber der Herbst steht auch schon vor der Türe und dementsprechend hat man auch wieder ein bisschen mehr Zeit, um Videos zu gucken. Jetzt sage ich Dankeschön, dass ihr bis zum Schluss dabei wart und nochmals Entschuldigung für die letzten zwei Wochen, dass ihr so gar nichts von mir gehört habt. Aber jetzt bin ich wieder für euch da mit ganz viel Eifer, mit ganz viel Elan. Diese Woche vielleicht noch ein bisschen ruhiger. Wie gesagt, ich habe das Greenery-Treffen, aber dann ab nächste Woche wieder volle Power, Kreativität für euch voraus. Und wie immer freue ich mich natürlich riesig über einen Daumen hoch. Und falls ihr mir noch nicht folgt hier auf YouTube, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Kostet nichts und bereitet mir richtig, richtig viel Freude. Jetzt aber, ihr lieben Kreativen, macht's gut und bis zum nächsten Video.